Hi Leute, herzlich willkommen zum Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch das Leben und so ein bisschen des Schach des fünften Schachweltmeisters der Schachgeschichte vorstellen. Max Oewe. Ein sehr, sehr interessanter Mensch, sehr, sehr interessanter Schachspieler. Viel Spaß damit! Ja, gleich vorneweg. Ich bin wieder ein bisschen nervös. Ich habe lange Zeit kein Video mehr gemacht. Ist gerade wieder fast wie am Anfang. Lange gebraucht, um hier alle Einstellungen zu machen. Und nehmt es mir nicht übel, wenn hier die eine oder andere Sache schief geht? Schauen wir mal, was passiert. Ja, Max, Öwe, seht ihr hier nebenan im Bild? Ich meine, es, dass es korrekt ist, ihn Öwe auszusprechen und nicht Euwe. Korrigiert mich da gerne. Wenn ihr es besser wisst, schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, Max Oewe ist von daher ein sehr interessanter Weltmeister, denn eigentlich hat ihn niemand als ja, Weltmeister so richtig auf dem Schirm. Wenn man jetzt Leute fragt, wer ist denn dein Lieblingsspieler oder wen fandest du am besten? Wer ist dein Lieblingsweltmeister? Da wird Max Oewe eigentlich nie genannt. Und er, ja, als Schachspieler war er so ein bisschen unscheinbar, ein bisschen zurück hinter all den anderen großen, Aljechin, Fischer, Kasparov und so weiter. Und Deswegen möchte ich da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und euch ein bisschen was über das Leben von Max Över erzählen. Und zwar ja, wurde er als Niederländer 1901 in Amsterdam geboren und er war der fünfte Weltmeister der Schachgeschichte zwei Jahre lang von 35 bis 37. Bevor wir dazu kommen, ein bisschen was über sein Leben. Ja, er hat angefangen hat auch als Kind Schach zu spielen. Mit zehn Jahren hat er das erste Turnier gespielt und da auch alle Partien gewonnen. Was ihn aber gleich mal so ein bisschen heraushebt, im Gegensatz zu den anderen Schachspielern, Schach war längst nicht seine einzige Tätigkeit. Denn er war mathematisch sehr talentiert. Das hat sich schon früh gezeigt. Und deswegen hat er dann auch Mathe studiert in Amsterdam und hat danach seinen Doktortitel in Mathe gemacht, hat Promoviert. Und hat danach als Mathelehrer gearbeitet. Ja, das heißt, er hatte einen normalen Vollzeitjob. Und das ist äh, gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt uns jetzt befinden, so ähm, Anfang 20. Jahrhundert, das ist da eher schon eine Ausnahme. Wir hatten ja schon auch mal über die ersten Weltmeister geredet. Auch da gab es immer das Problem, wie finanzieren sie ihr Leben. Aber ja, Max Oewe hat eben wirklich einen normalen Job gehabt. Und die weitere Ausnahme ist, er hatte einfach eine normale Familie mit Kindern, ähm, Frau und hat einfach da sehr viel Zeit mit denen verbracht und hat eigentlich nur in den Ferien, also wo, wenn er selbst Urlaub hatte und auch die Kinderferien hatte, dann hat er eigentlich Schach gespielt. Das heißt, er war eigentlich kein richtiger Profi, er war ein Amateur. Und das ähm, zeichnet ihn natürlich schon mal aus. Dass er eigentlich als Amateur-Weltmeister geworden ist. Schauen wir mal ein bisschen weiter in seine Schachkarriere rein. Er hat sehr oft die niederländische Meisterschaft mitgespielt und hat die insgesamt zwölfmal gewonnen. Und ja, so richtig eingestiegen ins Weltschach ist er dann so in den 1920ern bis 1930, da hat er einfach auch viele Duelle, schon viele Turniere mitgespielt, viele Duelle gegen die absolute Weltspitze, gegen Aljechin, Capablanca, Pogoljuwov, auch gegen Fischer angeblich, hat er überall Duelle gespielt, die meisten hat er ganz knapp verloren, aber schon da zeigte sich, er kann durchaus mithalten, auch wenn vielleicht immer so ein kleines Stückchen fehlt, aber da zeigte sich schon, dass er ein sehr, sehr starker Spieler ist. 1928 wurde er dann wirklich Amateurweltmeister erstmal, der Amateurweltmeisterschaft mitgespielt. Und ja, 1930 gewann er dann ein großes Turnier. Und so in den Jahren danach hat er gar nicht so viele Turniererfolge gesammelt bei diesen ganz großen Events. Er war immer so vorne mit dabei, ist oft zu so zweiter, dritter geworden, aber eben selten den ganz großen Coup. Und trotzdem hat er eben einige ja, bemerkenswerte Resultate erzielt und kam eben so auch in den Kreis der Leute, die genannt wurden die als mögliche Herausforderer für Aljechin, der damals Weltmeister war, galten. Und ja, den Aljechin hat er dann eben doch herausgefordert. 1933 habe ich ja schon in den anderen Videos erzählt, dass es damals, da gab es jetzt noch keine Kandidatenturniere oder sowas, da wurde der Weltmeister einfach herausgefordert und der konnte dann sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und ja, Aljechin, es wird einfach auch vermutet, dass er jetzt in Öl Ölwe keine große Gefahr sah dass er sich sagte, okay, wunderbar, ähm, gegen den verteidige ich meinen Weltmeistertitel, locker ähm, ist doch eine gute Sache, weil irgendwann ab und zu muss man den natürlich mal verteidigen. Und deswegen nahm er das Duell an und so haben die beiden 1935 gegeneinander gespielt. Ich blende euch hier mal das Ganze ein. Rechts seht ihr Max Öwe, links Aljechin, dahinter die ganzen Zuschauer. Äh, historische Aufnahmen. Wenn ihr mal sucht nach dem WM-Kampf 1935, werdet ihr bei Wikipedia auch Videos, ein kleines Video dazu finden. Das ist auch echt spannend, könnt ihr euch mal angucken. Ja, das Ganze fand ähm, in den Niederlanden statt, in vielen verschiedenen Städten. Und ein Grund dafür war, dass man eben Geld auftreiben musste. Öwe musste Geld auftreiben. Insgesamt hat er 6.700, umgerechnet 6.700 Dollar aufgetrieben in diesem Duell indem er einfach in, bei, in verschiedenen Städten gespielt hat und die da eben irgendwie als Sponsoren dienten. Und dieses ganze Geld ging aber eben an Aljechin. Das war im Prinzip die Bedingung für diesen WM-Kampf. Ähm, das war damals eben so, dass immer der Weltmeister gesagt hat, hier ja, so und so viel Geld muss der Herausforderer mitbringen, damit es sich für ihn auch lohnt. Und eigentlich ja, hat niemand Öwe eine wirkliche Chance ausgerechnet. Äh, auch Aljechin nicht. Ich selbst war halbwegs optimistisch, aber ja, die Resultate von Aljech in den Turnieren damals waren deutlich stärker und der war einfach glasklarer Favorit. Und ja, zwischen, also gerade am Anfang ging er auch ziemlich klar in Führung Allierchen. ja Da hat er drei zwischenzeitlich mit drei Punkte Vorsprung gehabt, weil er irgendwie Öwe am Anfang Probleme hatte mit den Eröffnungen, mit Französisch nicht so klar kam. Und nach und nach hat er aber irgendwie seine Eröffnung ein bisschen umgestellt und kam besser mit dem ähm, Spiel zurecht. Und ja, es wurde dann ein spannendes Duell, was am Ende 15,5 zu 14,5 von Oel gewonnen wurde. Aljechin führte noch lange Zeit weiter mit zwei Punkten, aber ja, dieser Kampf war insgesamt ähm, relativ fehlerbehaftet, wenn man das so sagen darf jetzt ähm, aus meiner Warte. Aber auch andere Spieler haben darüber berichtet. Insbesondere auch Capablanca -Ca hat das so ein bisschen kritisiert. Ein Grund war sicherlich ähm, die ja, enormen Bedingungen. Sie haben insgesamt eben 30 Partien gespielt in relativ kurzen Zeitraum mit wenig Pausen, mit vielen Reisen. Und diese Strapazen hat man in diesem Duell schon gemerkt, umso weiter es fortgeschritten war, umso fehlerbehafteter wurden die Partien. Und am Ende gab es auch ein paar Partien mit klaren Fehlern. Ähm, Gerade Jechin hat in einigen Partien am Ende. Ähm, hätte er dieses Duell wahrscheinlich gewonnen, hätte er da diese Fehler nicht gemacht. Ziemlich klare Fehler. Aber das soll die Leistung von Max Oewe gar nicht schmälern, ja. Der hat ähm, dieses Duell verdient gewonnen. Und ja, was man damals aber eben auch schon so zum Tragen kam, war der Alkohol bei Aljechin. Auch das soll das Ganze nicht schmälern, aber das habe ich ja eben im Video zu Aljechin auch schon angesprochen. Der hat eben damals sehr viel Alkohol getrunken und teilweise auch während den Partien oder vor den Partien. Ähm, ja, tragisch. Ja, wie gesagt, Öwe hat dieses, diesen WM-Kampf völlig überraschend gewonnen und war dann auf einmal ähm, Weltmeister. Ja, danach, ähm, im, in diesem ähm, Duell, also vor diesem Duell, hat Aljechin schon ausgemacht, dass falls er verlieren sollte, dass es einen Revanchekampf geben muss. Und das hat Max Oewe als fairer Sportsmann, hat er Aljechin schon zwei Jahre später diesen Rückkampf angeboten, 1937. Und den hat Aljechin dann auch klar gewonnen. Ja, mit sechs Punkten Vorsprung. Ähm, war eine klare Sache. Und so war eben Oewe diese zwei Jahre Weltmeister. Und ja, manche Spieler meinen eben, dass Öwe. <laughs> es gibt so Behauptungen, wie dass er eher zufällig Weltmeister geworden ist, weil er eben gerade da war, wo Aljechin vielleicht ein bisschen geschwächelt hat und dann der Alkohol dazu und dass er gar nicht so in die Reihe dieser Spitzenspieler passt. Und das passt ja auch dazu, dass er eben so selten genannt wird, wenn man über die größten Spieler aller Zeiten redet. Das ist aber Quatsch. Er war einfach absolut verdienter Weltmeister. Er hat Aljechin, der damals einfach der stärkste Spieler der Welt war, den hat er einfach geschlagen in einem fernen Wettkampf. Und ähm, ja, nicht zu Unrecht ist er Weltmeister geworden. Ja, danach kam dann ähm, der Zweite Weltkrieg, und nach diesem Zweiten Weltkrieg ist dann Aljechin ähm, ähm, gestorben, Mitte der 1940er Jahre. Und dann musste natürlich irgendwie der Weltmeister, also als Weltmeister gestorben, dann musste irgendwie der Weltmeistertitel vergeben werden. Und da gab es dann ein WM-Turnier mit fünf Teilnehmern. Und dabei war eben auch Max Oewe als einer der stärksten Spieler immer noch zu dieser Zeit aber damals 1948 war er schon 47 Jahre alt und das macht sich natürlich bemerkbar und in diesem Turnier wurde er dann letzter und Weltmeister wurde Botwinik, aber auch da hat er eben noch aktiv am Turnierschach teilgenommen. Nach und nach hat er sich dann immer weiter zurückgezogen, hat immer noch ein paar Turniere mitgespielt, hat auch immer noch gewisse Erfolgerungen, aber das Alter machte sich dann natürlich bemerkbar. Gerade oft in den zweiten Turnierhälften ähm, ging es steil bergab mit der Leistung, weil dann einfach die Kondition, die Kraft und die Ausdauer nicht mehr gereicht hat. Trotzdem hat er insgesamt in seiner Karriere 102 Turniere gewonnen. Oft eben nicht die allergrößten Weltspitzenturniere. Trotzdem ist es eine beeindruckende Zahl, denn wie gesagt, er war kein Profi. Ja? Das muss man sich mal reinziehen. Er war Amateur sowohl von Vorbereitung und allem, was das natürlich betrifft. Und eine weitere große ja, Sache, die er danach noch gemacht hat, ist, dass er ähm, Vizepräsident war ja, von 1970 bis 1978 im hohen Alter schon von mittlerem, relativ höherem Alter sagen wir mal von 69 Jahren ist er dann viele präsident geworden und hat da auch noch einiges erreicht. Er war eine schwierige Zeit. Ähm, und insbesondere dann mit äh, Sowjetunion, USA, Konflikte und so weiter, hat er da einiges zu tun und äh, hat sich da aber immer sehr fair verhalten. Ja, 1981 ist er dann mit 80 Jahren leider in einem Herzinfarkt gestorben. Was ist über Max Iwe noch zu sagen? Er war ein großer Schachautor. Er hat über 70 Schachbücher geschrieben, die bis heute als sehr sehr gut gelten. Ich selber habe leider keins von ihm gelesen. Aber ich habe einfach nur sehr viel Gutes über ihn gehört. Und ja, ein beeindruckender Mensch und Spieler. Als Amateur-Weltmeister zu werden, wie gesagt, man kann das, finde ich, gar nicht hoch genug anrechnen. Und mit Familie noch dazu. Und er hat, sein Schach gilt, gilt eher als logisch, ja, als Mathematiker und sowas macht das natürlich einen gewissen Sinn, dass man dann einen Zusammenhang sieht, dass er eher versucht, das Ganze logisch aufzubauen. Er konnte sehr gut rechnen, also er hat viele Partien auch aufgrund seiner Rechenfähigkeit gewonnen, auch in diesem Duell gegen Aljechin, hat Aljechin in vielen Partien probiert, taktische Komplikationen hervorzurufen und Öwe hat da oft besser gerechnet, in diesen Partien, die er dann gewonnen hat. Aber er ist auch Verwicklung nicht aus dem Weg gegangen und deswegen möchte ich euch jetzt zum Schluss dieses Videos eine Partie von ihm zeigen. Es ist jetzt nicht die größte oder die beste. Die beste, es gibt die Perle, äh, die Perle von ihm, ähm, ich glaube von Sanderford oder so. Die ist ähm, deswegen so bemerkenswert, weil es halt in diesem WM-Duell gegen Ajechen war 1935. Da hat er eine sehr beeindruckende Partie gewonnen. Die ist jetzt aber ein bisschen länger und ausführlicher. Ich möchte euch mal so einen anderen kleinen Schnipsel zeigen, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen von seinem Spiel. Und zwar 1935 gegen George Allen Thomas im Turnier von Hastings. Jetzt eben nicht gegen hier die Weltspitze, aber ein schönes Spiel, das auch immer zeigt, dass eben, ja, Öwe durchaus auch bereit war anzugreifen und taktischen Verwicklungen nicht aus dem Weg gegangen ist. Wir kriegen hier über Umwege das abgelehnte Damengambit. Ganz normale Hauptzüge hier. Beide Seiten entwickeln sich erstmal. Schwarz steht hier sehr solide und jetzt ist eben dieser Punkt Weiß hat lange Zeit versucht diesen Läufer nicht zu ziehen in der Hoffnung dass Schwarz hier nimmt und er den Läufer mit Tempo rauskriegt. Jetzt hat Weiß keinen sinnvollen Abwartezug mehr, deswegen zieht er jetzt den Läufer und erst jetzt, wo er den Läufer gezogen hat, jetzt greift Schwarz zu diesem Tausch und da Schwarz hier relativ wenig Raum hat, versucht er jetzt ein bisschen Figuren zu tauschen. Mit Springer D5 schafft er das. Werden wir sehen, die Läufer stehen sich jetzt hier gegenüber, jetzt tauscht hier weiß die Läufer, rochiert, schwarz tauscht hier und jetzt ist schwarz schon mal zwei Figuren losgeworden. Das ist schon mal ähm, ja, mit wenig Raum eben tendenziell anzustreben, Figuren zu tauschen, damit sich die Figuren dann nicht so im Weg stehen. Ein weiteres Problem, was er immer noch hat, was schwarz immer hat im abgelehnten Damengang, ist der Läufer. Um den muss man sich kümmern und das tut schwarz jetzt E5. Die andere Möglichkeit ist, den immer mal hier lang zu entwickeln. Oder versuchen, eben den hier lang zu entwickeln. Irgendwann muss man dieses Problem des Läufers lösen. Weiß tauscht hier und jetzt sieht es ja auf den ersten Blick aus, als ob Schwarz alle Probleme gelöst hat. Aber Weiß ist hier noch deutlich besser schon entwickelt, hat schon den Turm aktiviert und den Läufer. Und wir werden sehen, wie Owe das jetzt dynamisch nutzt. Er rast hier mit dem F-Bauern vor und der droht natürlich, hier weiter zu gehen. Insbesondere ähm, sperrt er natürlich auch diesen Läufer ein. B5 und B4 geht so ein bisschen auf diese Schwäche von diesem E3, der natürlich jetzt durch diese F4 F5 Aktion hat sich hier weiß diesen Bauern geschwächt. Und ja, haltet gerne mal das Video an und überlegt mal, was vielleicht Öwe hier gespielt haben könnte. Ich euch euch, ist es nicht der ähm, der objektive zu, also der Zug, wo, den man vielleicht zuerst denken würde. Ja, der Turm hängt. Er zieht ihn jetzt nicht einfach weg. Also man muss auch gucken, wo soll er hingehen. Nach, man muss ja aufpassen, dass man nicht in sowas wie Läufer A6 und sowas reinrennt nach Tom D3. Er spielt jetzt F6. Stößt den weiter vor. Was soll Schwarz machen? Wenn ich den, wenn ich den hier nehme, dann reiße ich hier seine ganze Königstellung auf. Deswegen nimmt er den selbst. Und jetzt nimmt der Turm auf C6. Nimmt die Dame hier auf E3 mit Schach. Aber wir sehen natürlich, jetzt haben wir hier die Königstellung aufgerissen. Läufer B7. Der Turm nimmt da. Dame E4 droht matt. Dame D2 wehrt das ab. Und der König ist natürlich sehr schwach. Hier drohen jetzt mal so Geschichten äh, mit Dame G5 und sowas. Deswegen König H8 bringt den König in Sicherheit. Läufer schlägt F7. Wieso nicht diesen Bauern mitnehmen? Turm C8. Ja, Turm C8 droht jetzt mal sowas wie Turm C2 und gegen G2 zu spielen. Deswegen geht jetzt hier der Turm zurück. Hat auch noch eine andere Idee, so ein bisschen Räumung. Wir werden sehen, Turm d8 greift die Dame an und jetzt Dame g5, droht direkt Dame f6. Matt. Ja, hier steht Weiß natürlich schon, ähm, hat einen Bauern mehr, hat einen super Angriff und hier steht Weiß schon völlig auf Gewinn. Aber wir werden sehen, wie sch schön Öwe das gewinnt. Es kommt Turm d6, deckt das Matt und jetzt seid ihr dran mit dem Schlusszug. Na, Öwe findet jetzt einen wunderschönen Schlusszug und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Partie ausgewählt habe. Das soll jetzt, wie gesagt, keine ausführliche Analyse dieser Partie sein, einfach nur mal zu zeigen, dass öwe hier auch durchaus einen dynamischen, taktischen Spielstil drauf hatte und eure Aufgabe ist es jetzt, den Schlusszug zu finden und mir das als Kommentar und das Video zu schreiben. Ja, sucht mal den Schlusszug, ein wunderschöner Schlusszug. Ähm, danach gab sein Gegner auch direkt auf. Ich hoffe, euch hat dieses Video über Max öwe. Gut gefallen. Ich finde eine sehr interessante Schachpersönlichkeit und ja über diese ganzen, über diesen ganzen Wettkampf 1935, da könnt ihr euch gerne mal ähm, einlesen. Da auch eben interessant mit diesen ganzen Eskapaden, mit dem Alkohol und ähm, ja angeblich der schlechten Niveau, was Capablanca kritisiert hat und so. Da ist auch einfach einiges drin. Sehr spannend, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und wie gesagt auch ein kleines Video dazu auf Wikipedia finde ich sehr nett. Dann Hoffe ich, das Video, wie gesagt, hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao. Ich hoffe, euch hat dieses Video gut gefallen und ihr habt einiges gelernt. Denn das ist bei mir immer das Ziel, dass ihr was lernt. Hier sind noch weitere Videos verlinkt. Schaut auch gerne da mal rein und schaut auch gerne mal unten auf meine Mitgliedschaft auf dem Knopf Mitglied werden. Dort könnt ihr mich unterstützen. Und erhaltet einige Vorteile. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen.